Gut, dann starten wir. Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel unseres Clubs gegen Fortuna Düsseldorf. Endstand 2:0, Zuschaueranzahl 12.361. Ich begrüße recht herzlich unseren Gästetrainer Christian Preußer und unseren Cheftrainer Robert Klaus und würde dann einmal direkt das Wort an unsere Gäste übergeben. Bitte schön, Christian. Vielen Dank. Ja, vorab Glückwunsch nach Nürnberg zum Sieg. Ich finde, dass wir ein ausgeglichenes Spiel gesehen haben. Wir haben ein bisschen gebraucht, um in die Partie zu kommen. So 5-6 Minuten hatten wir fast gar keinen Ballbesitz, weil Nürnberg da viel am Ball war. Dann hat es sich ein bisschen gedreht und dann habe ich eigentlich ab der 10 Minute ein ausgeglichenes Spiel gesehen. So nicht mit den hochkarätigen Torchancen auf beiden Seiten nicht so richtig. Und dann ist es häufig so, wenn es lange 0-0 steht mit den Temperaturen, dann ist es oft so, dass das erste Tor dann das Spiel entscheiden kann. Das hat es dann heute tatsächlich auch. Schade, dass wir, oder nicht nur schade, sondern auch ärgerlich, dass wir das, dass wir die Standardsituation nicht besser verteidigt haben, dass wir dadurch dann in Rückstand geraten sind. Und dann ist es klar, dann wird Nürnberg noch ein bisschen tiefer, dann gibt es lange Konter, viel Raum zu verteidigen, wenn wir die Bälle verlieren. Und dann sieht es halt so aus. Aber ich finde, dass wir wirklich viel versucht haben, die letzten 10 Minuten oder letzten 8 Minuten haben wir dann auch viel mit langen Bällen, weil wir dann, das haben wir gegen Bremen auch gut gemacht, nochmal in den Strafraum kommen wollten. Da wurden ein paar Schüsse geblockt, die hätten gerne ins Tor gehen können, aber es war dann leider nicht so. Und das zweite Tor, das gehört natürlich zum Spiel dazu, aber das kann ich dann für mich ein bisschen abziehen, weil es dann aus so einer Kontersituation heraus ist, weil wir viel Risiko gehen. Ich finde gut, dass es viel Nachspielzeit gab, es gab allen Grund dazu. Und ansonsten haben wir viel Zeit jetzt, die Niederlage nachzubereiten, weil es ja dann relativ zügig weitergeht. Das werden wir wie immer ganz in Ruhe machen, aber schon so, dass wir diese Spiele auf unsere Seite ziehen müssen. Das müssen wir uns für die Saison vornehmen und das müssen wir auch mitnehmen, dass wir diese 50-50 Spiele gerne auf unsere Seite ziehen. Haben wir heute nicht geschafft, werden wir in Zukunft versuchen, besser zu machen. Danke. Christian Preußer, vielen Dank. Robert, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, hallo von mir in die Runde. Ich habe es komplett identisch gesehen, kann dem nur zustimmen. Wir haben einen guten Start gehabt, aber so ja, gerade ab der Trinkpause dann hatten wir dann zu wenig Ballbesitz und waren auch nicht mehr richtig scharf gegen den Ball. Da hatte dann Düsseldorf zu viele Situationen, wo sie in die Verlagerung gekommen sind und zu viele Flanken bei uns reinspielen konnten. Da haben wir zu viel zugelassen, ohne jetzt die große Torchance gegen uns zu haben. Deswegen ausgeglichen zur Halbzeit. Zweite Halbzeit dann ein sehr ähnliches Spiel. Haben dann uns ein paar Situationen, gerade so Standardsituationen erarbeitet, ein paar Abschüsse, die geblockt wurden und aus so einem Standard kommt dann das 1-0. Freut mich sehr, dass wir mit einem Standard in Führung gehen, weil das ist einfach in so engen Spielen ganz wichtig, dass man das mal nutzen kann. Freut mich auch, dass wir zu 0 gespielt haben. Wir mussten am Ende noch ein paar brenzlige Situationen überstehen. Das ist, glaube ich, auch normal, wenn der Gegner alles nach vorne wirft und viele große Spieler dann auch vorne noch mit reinbringt, die dann auf die Kopfballverlängerung dann natürlich auch lauern. Und deswegen war das dann der Fall, dass wir auch nicht mehr reagieren konnten, nochmal einen zusätzlichen Innenverteidiger bringen konnten, weil wir schon 5-mal gewechselt hatten, weil halt einfach die Temperaturen haben richtig viel Kraft gekostet. Das hat man einfach gemerkt, es war das erste Mal, wo es richtig heiß war, dass die Jungs da auf beiden Seiten ganz schön zu kämpfen hatten. Das sieht man auch an den Lauf- und Sprintdaten bei beiden Teams, die etwas tiefer ausfallen als normalerweise. Ansonsten ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, auch was die Daten betrifft und auch von den Eindrücken von draußen. Ich freue mich, dass wir so ein enges Spiel auf unsere Seite gezogen haben. Wir hatten jetzt 3-mal richtig enge Spiele. Das ist in der Liga nun mal so, dass es man muss komplett an die Grenze gehen, immer. Und dann braucht man auch mal ein bisschen Matchglück. Das hatten wir heute auf unserer Seite. Wir müssen vieles besser machen, das weiß ich auch. Das war einfach gerade mit Ball dann zu wenig Aktivität im Freilaufverhalten. Wir haben auch viele technische Fehler drin gehabt, wo die Räume dann etwas größer wurden dann im Laufe der zweiten Halbzeit. Da haben wir es dann besser gemacht, da haben wir dann auch die Spieler gefunden, da haben wir uns auch besser freigelaufen. Aber gerade so, wenn es hoher Druck war, waren wir noch ein bisschen zu passiv, gerade so zwischen der 25. und 60. Minute. Das hat mir nicht so gefallen. Und mit so einer Passivität im Ballbesitz geht meistens auch oder oft einher so eine Passivität gegen den Ball. Das ist manchmal ganz komisch, dass das beides gleichzeitig ist. Und wenn man aktiver ist in beiden Richtungen, dann fällt einfach alles viel, viel leichter. Und das war heute nicht so über weite Strecken der Fall. Bin aber froh, dass wir trotz eines nicht guten Spiels gewonnen haben. Wir haben es auch schon andersrum gehabt. Deswegen alles gut. Herr Robert, auch bei dir vielen Dank. Gibt es Fragen eurerseits? Einmal gerne mit, nee, da kommt das Mikrofon und dann gerne mit Namen und Redaktion. Ja, passt. Warte mal, der Techniker kommt. Thank you.
Sonst machen wir es einfach ohne. Gut, dann versuchen wir es einfach erstmal so, bis das Mikrofon dann gleich wieder geht. Herr Preußer, Sie haben sich vor allem vor der Freistoßentscheidung vor dem 0-1 ein bisschen... Test, ja. Herr Preußer, Sie haben sich besonders vor der Freistoßentscheidung vor dem 0-1 ein bisschen echauffiert. Wie würden Sie denn diese Szene bewerten? Ich sah, war ganz gut, weil ich die Blickrichtung direkt in den Zweikampf hatte. Für mich war es kein Foulspiel, aber es hat, ist unberührt davon, dass wir dann den Standard natürlich verteidigen, dass wir das danach dann besser lösen. Für mich ist es kein Foulspiel, aber ich habe es mir jetzt noch nicht nochmal angeguckt. Das war aus dem Spiel heraus meine Wahrnehmung. Kann es mir gerne nochmal angucken, aber ich bin relativ klar, dass es kein Foul war. Gerne noch eine hinterher, klar. Genau. Sie haben ja gerade schon ein bisschen angedeutet, dass es so ein 50-50-Spiel war. Sind Sie davon überzeugt, dass Fortuna sehr, sehr gute Chancen auf den Sieg gehabt hätte, wenn Kownacki den Ball direkt nach der Pause reingemacht hätte? Ja, ich fand, dass wir heute auch wieder gesehen haben, dass wir gut aus der Halbzeit rausgekommen sind. Das war gut. Auch so Ende der ersten Halbzeit hatten wir dann so ein, zwei gute Möglichkeiten, ein, zwei Schusschancen. Natürlich, wenn wir 1-0 in Führung gehen, unabhängig von David, wenn wir 1-0 in Führung gehen, dann dreht sich das Spiel natürlich anders, dann haben wir ein bisschen die Möglichkeit, die Räume enger zu machen und dann zu kontern. Klar, wenn wir 1-0 führen, läuft das Spiel anders. Gibt es weitere Fragen? Möchte noch jemand? Einmal der Kollege hier vorne. Martin Morawetz von der Deutschen Presseagentur. Herr Klaus, Sie haben schon gesagt, wie sehr Sie sich gefreut haben, dass mal ein Tor nach einem Standard gefallen ist. Wie sehr hat es sich für Christopher Schindler gefreut? Ja, auch sehr. Am schönsten ist es, wenn Innenverteidiger nach Standards zum Torfall kommen, weil die kommen ja nicht so oft in die Situation, dass sie ein Tor machen können. Ja, hat mich sehr gefreut für ihn. Einfach. Er hat jetzt auch fleißig und hart gearbeitet. Unabhängig von dem Tor fand ich auch, dass der Christen ein sehr stabiles Spiel gemacht hat. Glaube ich, in meiner Wahrnehmung, ohne jetzt die Zahlen gesehen zu haben, glaube ich, extrem viele Zweikämpfe auch gewonnen hat, enge Duelle gewonnen hat, im Strafraum auch gut verteidigt hat. Und deswegen freut es mich für ihn natürlich umso mehr. Gibt es weitere Fragen? Möchte noch jemand? Genau. Und zwar überraschenderweise an den Herrn Klaus. Es gab ja eine Rudelbildung in der zweiten Halbzeit, als Christoph Klarer dann Check gegenüber ihren Spieler gemacht hat. Sie haben sich da ein bisschen drüber aufgeregt. Wie würden Sie die Szene bewerten? Ist ja ein bisschen schon eine ungewöhnliche Szene, wenn man so Auge in Auge mit dem gegnerischen Spieler steht. Ja, es war einfach der Situation, dem Räumlichen geschuldet. Ja. Also wenn es auf der anderen Seite passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich noch nicht mal aufgestanden, weil es einfach nicht gesehen hat. So war, stand ich halt gefühlt einen Meter daneben und habe die ganze Dynamik mitbekommen. Und dann sind es einfach Emotionen, die da hochkommen. Das ist sinnlos, das macht ja gar keinen Sinn, dass wir als Trainerbank da irgendwie uns noch mit reinhängen. Das ist auch nicht gut von uns gewesen, dass wir das gemacht haben. Aber es war halt einfach, die Spieler kamen auf und zu und es war wie ein Reflex, einfach dann da dem Spieler mitteilen zu wollen, dass er jetzt gerade sich nicht gut verhalten hat. Also völlig sinnlos von uns. Uns als Bank nicht gut und dass dann natürlich auch Emotionen drin sind, ist klar. Und das ist aber, glaube ich, einfach dem geschuldet, wenn Fouls oder so eine Situation, so eine direkten Aktion immer vor der Trainerbank ist immer die Gefahr da. Das ist halt einfach so, weil man diese ganze Dynamik und die Wucht, die da mit dabei ist, einfach komplett live mitbekommt und deswegen ist es dazu dann gekommen. Aber ja, macht wenig Sinn, auch von mir, dass ich da mich da reinmische, dann muss ich einfach ruhig bleiben. Meine Abschlussfrage nochmal an Herrn Preußer dann. Jetzt hat Fortuna 3 Punkte nach 3 Spielen. Kann man da schon erstes Fazit ziehen, wie zufrieden, also wahrscheinlich jetzt eher unzufrieden nach so einem Spiel, aber wie wichtig ist dann jetzt das Spiel gegen Kiel? Weil es kommt ja schon eine gewisse Tendenz jetzt in die Tabelle rein. Und wenn man das jetzt auch nicht gewinnt, dann steckt man ja erstmal ein bisschen unten fest. Ja, wenn man das auch nicht gewinnt, so wollen wir mal nicht in die nächste Trainingswoche gehen. Also wir wollen schon so, dass wir das klar benennen. Wir haben jetzt tatsächlich heute das Spiel verloren. Das ist jetzt auch noch im Kopf drin. Das werden wir jetzt nachbereiten in den nächsten Tagen. Relativ kurze Woche zum nächsten Spiel, also nicht viel Trainingszeit. Aber kann man jetzt da eine mögliche Niederlagenserie herbei reden. Aber ich finde, wenn man das Bremen-Spiel separat betrachtet, dann hatten wir ja auch einen Eindruck, dass wir vielleicht hätten da einen Punkt holen können oder sogar mehr. Heute das Spiel haben wir gesehen, war ausgeglichen. Ich will es nicht schönreden, ist schon so, dass wir die ein oder andere einfach besser machen müssen, ganz klar. Aber geben Sie uns mal jetzt noch 2-3 Tage Zeit, um uns auf Kiel vorzubereiten und dann werden wir das mit neuem Anlauf wieder angehen. Gut, doch, Uli Diekmeyer von der Nürnberger Zeitung.
Herr Klaus, mit Thailand Dumann in der Anfangself musste man nicht unbedingt rechnen heute. Was hat denn den Ausschlag gegeben? Waren es die Trainingsleistungen, das Tor in Ulm, dass es gegen den Ex-Verein ging? Und wie waren Sie mit ihm zufrieden? Also der Grund war, dass ich alle überraschen wollte, auch euch. Scherz. Also, du hast ja schon gesagt, er hatte eine gute Trainingswoche. Er hat ein Tor gemacht in Ulm und diesen Schwung wollten wir einfach mitnehmen bei ihm. Wir haben das Gefühl gehabt, dass er gut drauf war und dass er dazu noch gegen seinen Ex-Verein ging, klar. Aber das ist nicht der Grund, warum ein Spieler spielt, sondern einfach, er muss es sich verdienen und er hat wirklich eine richtig gute Trainingswoche gehabt. Nicht nur er, muss ich auch sagen, auch der Lino Tempelmann, der Fabi Nürnberger, die ja diese Position bekleiden können, haben es auch. Deswegen haben wir die auch relativ zeitig reingebracht, weil sie auch beide eine gute Trainingswoche hatten. Und deswegen war es eine sehr enge Entscheidung, aber wir haben uns für Thai entschieden, weil wir einfach dann dort auch noch ein bisschen mehr Torgefahr gesehen haben und er diesen Schwung mitnehmen sollte aus dem letzten Spiel. Ich glaube, man hat gesehen, warum wir ihn verpflichtet haben, warum wir ihn auch spielen lassen, weil er einfach ein sehr ballsicherer Spieler ist, der gute Entscheidungen trifft. Jetzt ist er nach einer relativ kurzen Vorbereitung, weil er verspätet eingestiegen ist, ist er jetzt langsam auch auf dem körperlichen Niveau, wo wir ihm etwas länger Spielzeit zutrauen. Mich freut es, dass wir da einen Konkurrenzkampf haben auf den Positionen. Mich freut auch, dass wir verschiedene Spielertypen haben, die unterschiedlich zu Gegnern passen können. Das ist wichtig, dass wir dann einfach auch von außen nachlegen können. Das hat mir heute auch gefallen, wie der Lino und auch wie der Fabi reingekommen sind und dann 1:1 auch die Position ausgefüllt haben und dann auch nochmal uns einen Impuls geben konnten, genauso wie es der Thailand letzte Woche in Ulm gemacht hat. Marco Wertsänger von der Bild. Manuel Schäffler, Herr Klaus, haben Sie bereits zur Halbzeit ausgewechselt. Was hatte das für Gründe? Ja, ursprünglich war geplant, dass wir die Stürmer relativ zeitig wechseln, so zwischen der 55. und 60. war ursprünglich geplant, aufgrund der Temperaturen, weil wir wussten, dass wir vorne richtig intensiv anlaufen müssen gegen eine sehr ballsichere Mannschaft. Und wir haben dann uns einfach dafür entschieden, dass wir in der Halbzeitpause wechseln, um keinen weiteren Wechselslot zu verbrauchen, weil wir wussten, dass wir alle 5 wahrscheinlich bei den Temperaturen brauchen, bei den laufintensiven Spieler oder bei den laufintensiven Positionen wechseln müssen. Und wir hatten auch Spieler mit Gelb, die vorbelastet waren, deswegen wollten wir einfach keinen zusätzlichen Wechselslot in der zweiten Halbzeit verschwenden und haben den in der Halbzeit genutzt. Gut, ich schaue nochmal von links nach rechts und rechts nach links. Doch, Florian Zenger hat noch eine Frage. Ganz hinten, genau. Mats Möller-Deli hat jetzt im Gespräch die Achter für die Defensivarbeit gelobt. Hätten Sie sich, einerseits stimmen Sie dem zu und zum anderen hätten Sie sich vielleicht gewünscht, dass die den Zehnerraum manchmal ein bisschen besser besetzen, ein bisschen mehr nach hinten schieben oder war das nach vorne schieben oder war das der defensiven Absicherung geschuldet? Wir hatten uns schon oft vor dem Spiel auch ausgemalt. Das hat man auch gesehen, dass man auf der ballfernen Seite ein paar Situationen kreieren könnte. Dafür haben wir die Achter da auch positioniert. Wir haben sie nicht gut gefunden. Die waren öfter mal frei, aber wir haben sie nicht so gut gefunden, wie wir uns das vorgenommen haben, wie wir es auch schon gemacht haben. Zweite Halbzeit dann, gerade in der Phase vor dem Tor, war es dann besser. Da haben wir es ein paar Situationen darüber gespielt. Aber grundsätzlich sind die Achter auch schon wichtig. Es sind einfach die Spieler, die in beiden Richtungen unterwegs sind. Die sind sehr laufintensiv. Heute hatten sie viel zu tun, weil der Gegner einfach den Flügel doppelt besetzt hat. Deswegen waren sie einfach extrem laufintensiv heute die Position, weil sie immer wieder nach außen verteidigen mussten, gleichzeitig aber auch auf der Ballfernseite reinkommen mussten und dann im Umschalten direkt auch wieder da sein sollten. Das ist ein bisschen schwierig, muss man auch sagen. Es sind hohe Anforderungen, die wir an die Spieler haben. Die sind auch alle noch sehr jung, die auf den Positionen spielen. Es gab Situationen, wo wir sie noch besser hätten ins Spiel bringen können. Das haben wir nicht ganz so gut geschafft. Marco Wertsänger nochmal. In 3 der 4 Pflichtspiele gab es jetzt kein Gegentor. Wo sind Sie die Gründe dafür und ist das vielleicht der Wert, der Sie am glücklichsten macht in der jungen Saison? Ja, eher zufrieden als glücklich. Also ich glaube, ich muss man auch jedes Spiel separat betrachten. Also natürlich haben wir eine gewisse Grundstabilität drin, weil wir auch wenig Veränderungen dann auch haben von Spiel zu Spiel und auch im Vergleich zum Ende der letzten Saison, dass die Abläufe gleich geblieben sind. Das ist schon mal wichtig, dass die Jungs sich aufeinander verlassen können und wissen, wie der andere handelt in bestimmten Situationen. Ich glaube, das ist schon immer auch ein Vorteil, wenn man da eingespielt ist in der letzten Kette und davor. Und das haben wir im Moment, das ist die Situation, die wir haben, aber da betrachten wir jedes Spiel separat. Heute haben wir zu viele Flanken zugelassen, die mussten wir dann in der Endverteidigung lösen. Mir wäre es lieber, wenn wir das etwas früher lösen und dass wir dann mehr Ballgewinne noch haben. Ich traue mich gar nicht anzusetzen. Es kommen alle in Schwung, ne? Wie so ein Traktor. Langsam, aber dann stetig.
Aber jetzt fängt der Traktor an zu stottern und geht auch aus. Und es gibt keine weiteren Fragen, wenn ich das richtig sehe. Deswegen sagen wir Dankeschön, wünschen unseren Gästen einen guten Weg nach Hause und euch allen ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss. Danke, ciao.